Reden kann er. Seine VWL-Vorlesungen an der Uni sind immer voll. Dass ihr Professor mit seinen politischen Thesen überall für Aufruhr sorgt, haben die meisten hier mitbekommen. Während Bernd Lucke seine Studenten Grundlagen der Makroökonomie lehrt, fordert er öffentlich raus aus dem Euro. Weil es sich herausgestellt hat, dass der Euro keine geeignete Währung für dieses große Territorium ist. Wir sehen starke Wettbewerbsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Sehr zum Nachteil der europäischen Südländer mit steigenden Niveaus von Arbeitslosigkeit. Die Partei zur These gibt es schon. Bernd Lucke und führende Wirtschaftswissenschaftler haben sie Alternative für Deutschland genannt. Ziel der Bundestag. Zur Auftaktveranstaltung kommen über 1200 Menschen. Viele treibt die Sorge um die Euro-Rettungsmilliarden her. Ängste, die es gibt, die haben einen realen Grund. Also die Situation ist zurzeit sehr besorgniserregend. Und das, was ich der Regierung vorwerfe, ist, dass sie über die tatsächlichen Schwierigkeiten nur noch rosa Soße rüberkippt und immer behauptet, dass alles im Griff sei. Aber tatsächlich ist gar nichts im Griff. Weil er morgens noch in den Spiegel schauen will, sagt er das auch öffentlich. Er sei ein Ängsteschürer und Populist, sagen Kritiker. Ein paar Bürotüren weiter an der Uni ist sein politisches Engagement aufgefallen. Für Unruhe sorgt vor allem, dass seine Partei auch rechte Kreise anzieht. Sie ist eine sehr konservative Partei. Sie ist eine Partei, die das Nationale sehr stark in den Vordergrund schiebt, ohne deswegen aber schon im strengen Sinne nationalistisch zu sein. Aber dadurch wird sie natürlich auch für Personen interessant, die selbst sehr weit am rechten Rand des politischen Spektrums stehen. Und dann entsteht der Ruf zumindest relativ schnell. Gegen den wehrt er sich. Gelegenheiten dazu hat er viele. Selbst CNBC ruft an, um den populären Professor zu interviewen. Bei Anne Will durfte er sich schon mit etablierten Politikern duellieren. Manchmal zerrt die Welle des öffentlichen Interesses an den Nerven. Es gibt schon Momente, wo man Frustrationen erlebt und wo man auch einfach die Arbeitsbelastung als eine Überbeanspruchung empfindet. Das ist ganz richtig. Aber dann muss man eben versuchen, sich daran aufzurichten, dass man doch ein Ziel hat, was ein sehr wichtiges Ziel ist und dass man diesen enormen Zuspruch hat. Und ja, das baut einen dann wieder auf. Auf der Politbühne wird Bernd Lucke noch kämpfen müssen. Auch weil er, wie er selbst sagt, keine Rampensau ist. Aber dort will er, wie an der Uni, am Ende mit Sachargumenten überzeugen.